Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sakura Shinobi vs. Ja, jetzt kommen wir endlich mal zu die letzte Mitgliederin von ja, Happy Ichigo. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Oh ja, was ich eins noch sagen kann, es wird richtig pervers. Naja, es war doch jeder Part pervers. Also ist es nichts Neues. Los geht's. Nun, ja, bin ich als nächstes dran. Habt ihr eine strenge und gewalttätige Test? Meine Güte, wer ist das wieder? Ich bin Ryobis jüngere Zwillingsschwester Riona. Schön, euch kennenzulernen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr sie in eine masochistische, perverse Hardcore-Test unterzieht. Ihr seht schon, es wird lustig, es wird pervers. Du bist so schrecklich, Ryobi. Wenn du solche schreckliche Sachen sagst, fühle ich mich wirklich gut. Willst du den Test auch machen? Mach dir keine Sorge, sie hat einiges drauf. Nicht nur Kraft, ich habe auch noch Brüste. Ja, Brüste, Titten. Ja, vielleicht bei ihr sage ich Titten. Ja, ich glaube, ich werde in diesem Part mehr oder weniger Titten sagen. Ja, wenn sie es nicht glauben, schau mal her. Titten, ja, nochmal Titten. Riona, sag's nicht sowas, nicht in der Öffentlichkeit. Sie ist sicher ein Machoist, ja, oder Macho, oder wie spricht man das richtig aus? Ja, keine Ahnung. Nun, wenn sie kämpft, kapieren sie Rionas Können. Nun, wenn das so ist, lass uns loslegen. Ja, ich werde mein Bestes geben. Und bei Riona spielt es noch komischer. Bei ihr muss man zusehen, dass sie genug Schläge bekommt. Dann ladet sich ihre Kraft auf. Und ja, dann kann sie die anderen eins auf die Titten geben. Ja, also bei ihr muss man eben zusehen, dass sie genug Schläge bekommt. Ziemlich komisch, aber es ist ja auch ein Macho. Ja, Macho. Och, ich kann es nicht richtig aussprechen irgendwie. So, los geht's. Oh ja, ihre Bewegung, die mag ich schon mal. Hier. Aua, bam. Und, hörst du noch der Verwandlung. Eine Ballerina. Ja, das ist eine Ballerina. Engelballerina. Oder Eisläuferin. Und frisst das! Ja, überall, Devil May Cry, Dante's, ja, Storm Rain. Bam. Oh yeah, ich sehe schon was Gutes. Hep. Das war's. Ja, das war's auch schon. Doch, ich hätte sie mehr schlagen sollen, da hätte ich wenigstens was gesehen. Oh ja, die mag ich. Die mag ich sehr.
Warum? Ah, jetzt. Jetzt. Ich gewann. Ich habe diesen Test sicher bestanden. Ja, klar hat die es bestanden. ja, es war gut. Deine Kraft ist erstaunlich. Nun, von jetzt an bin ich dein Kameradin. Lass uns nun gut auskommen. Sicher. Nun ja, allen herzlich willkommen hier. Irgendwie kann ich es nicht wirklich glauben, aber wir haben unser fünftes Mitglied gefunden. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Die Anführerin, ja, Schlange und Krähe, sie mit der Brille, nichts Besonderes mit einem Stab, danach ihre verfluchte Schwester mit ihrer Haare kämpft, danach noch Ryobi mit Pistolen und sagt, die mein Brüste kann größer werden. Und zu guter Letzt noch eine Macho ist, ja, mit einem sexy Engelkostüm. Ja, das ist ein unglaubliches Team. Wirklich so unglaublich. Unglaublich pervers. Daher ist es gut, wenn jetzt der Treuenhund schweigt. Nennst du mich schon wieder Treuenhund? Aber sieh mal selbst, die Beziehung zwischen dir und Miyabi ist wie ein Hund und Meister. Ja, Blödsinn. Miyabi und ich sind Freunde aus der Kindheit. Freunde aus der Kindheit? Das ist richtig. Unsere Eltern waren beide Ninja, als wir noch Kinder waren, ja. Das nächste Mal, wenn du mich noch mal so nennst, kenne ich keine Gnade. Ja. Große Schwester, deine Stimme ist laut und beängstigend. Wie kommt die denn auf einmal her? Wie lange bist du schon hier? Und wer bist du? Nicht zu vergessen, auf jeder Hand, da hält sie Bebetan. Für diejenigen, die den letzten Part, also zweitletzten Part gesehen hat. Ja. Das ist Murasaki, unsere Kameradin. Oh! Wie schön Murasaki-chan zu treffen. Wenn du mein Titten sehen willst, ja, werde ich es dir zeigen. Nein, danke. Sei nicht so schüchtern. Schau, schau, schaut! Also, ja, ich bin nicht sicher auf der Kamera, aber nur zum Tipp, sie heult. Sie heult. Ja, sie heult. Ja. Hey, hilf mir, große Schwester. Ja. Oh, Imu-chan und Murasaki-chan sind auch so Geschwister, genau wie Ryobi-chan und ich. Miyabi, ist es wirklich okay, diese fünf Mitglieder? Also, welches wäre? Ja, das wäre sowas von okay, diese fünf Mitglieder. Das wäre sowas von okay. Ja. Sicher, alle haben Kraft und ihre Persönlichkeit geht auch in Ordnung. Ja, alle haben perverse Persönlichkeit. Naja, nur die eigentlich, aber egal.
Es gibt noch viel zu erledigen, um die Wiederherstellung der Habitro zu erreichen. Also dann ist es Zeit, dann ist es allerhöchste Zeit. Was sollen wir anfangen? Ich habe noch keine Spur von die Ex-Ninja gefunden. Ja, so werde ich erstmal bei Hanzo Rache nehmen. Sicher, wir verloren auch unsere Burg wegen die Hanzos. Und also wer den Anime kennt, bei der letzten Folge von Seran Kagura, ist ja der Burg von Habitro ja abgefackelt. Eigentlich war es nicht wirklich Hanzo schuld, aber die verbliebenen Mitglieder denken das nun mal so. Und ja, das Spiel ist eigentlich die Fortsetzung von der Anime. Mehr oder weniger. Nun, es ist endlich an der Zeit zu kämpfen. Die gefallene Schlange sind wieder auferstanden. Ja. Schnupp. Wie lange die braucht zu reden, okay. Was ist es, dass ich bei die beiden Quereinsteiger rieche? Was ist es bloß? Tja, sorry Leute, aber ich glaube, ihr werdet das niemals erfahren, weil ich überspringe ja bis zu fünfte Kapitel und was zwischendurch lasse ich hier aus und deswegen werdet ihr es nicht erfahren. Ja, 11 Sekunden habe ich nur gebraucht, oh yeah. Level up! Ja, speichern. So, also ja, das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die 5 neue Mitglieder zu sehen, das aus ziemlich perversen und verrückten besteht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!